Eine Rolle rückwärts ist es nicht, aber eine deutliche Kurskorrektur. Die Ständige Impfkommission empfiehlt mit Blick auf die Delta-Mutante, dass Menschen, die eine Erstimpfung mit AstraZeneca erhalten haben, bei der zweiten einen mRNA-Impfstoff bekommen sollen, also BioNTech oder Moderna. Das Thema stand heute bei der Gesundheitsministerkonferenz ganz oben auf der Agenda. Jens Spahn hat dabei auch deutlich gemacht, dass doppelt geimpfte Menschen auch bei Ausbruch einer vierten Welle im Herbst nicht mehr mit Lockdown-Maßnahmen rechnen müssten. Mehr von Petita Heise. Mit dem Impfbuch in der Hand warten sie stundenlang. Die Menschenschlange windet sich über mehrere hundert Meter zum Marktplatz im niedersächsischen Bramsche. Viele der hier Wartenden haben bei der ersten Impfung AstraZeneca verabreicht bekommen. Doch da die hochansteckende Delta-Variante immer weiter um sich greift, folgen sie nur zu gerne der aktuellen Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Die Zweitimpfung sollte mit einem mRNA-Impfstoff erfolgen, also mit Moderna oder BioNTech. Ich habe schon AstraZeneca und möchte gerne jetzt als zweite BioNTech als Kreuzimpfung, und weil dann die Schutzwirkung höher ist. Bei Astra und Astra hatte ich also meine Zweifel, und mit BioNTech hoffe ich, dass es dann wirklich eine sichere Geschichte wird. Das war mir schon lange klar, dass das die beste Kombination ist, und jetzt ist meine erste Möglichkeit, das zu bekommen, also mache ich es. Denn die Impfärzte ziehen hier ausschließlich BioNTech auf. Natürlich für diese Leute ist das natürlich klasse. Erstmal müssen sie nicht so lange warten auf ihre Zweitimpfung und haben eben dadurch, dass es heute BioNTech gibt, diese Mix-Impfung. Und soll ja oder ist ja letztendlich das Beste, was man kriegen kann vom Schutz her. Auch mit Blick auf diese Mutation fordern Patientenschützer inzwischen eine rasche Entscheidung über die Nachimpfung von Hochbetagten. Schließlich hätten die meisten Pflegeheimbewohner schon im Februar ihre zweite Impfdosis erhalten. Und es zeichne sich ab, dass der Impfschutz bei den Älteren schneller seine Wirkung verliere als bei den Jüngeren. Deshalb dürfe keine Zeit vertan werden. Noch im Juli braucht es eine politische Entscheidung, wann das Auffrischungsangebot für die Pflegeheimbewohner starten soll, sagt daher der Vorstand der Stiftung Patientenschutz. Für eine generelle Empfehlung zu Auffrischungsimpfungen ist die Datenlage nach Ansicht der Ständigen Impfkommission jedoch noch zu dünn. Eine gute Nachricht immerhin gibt es: Die Hausärzte bekommen in der kommenden Woche voraussichtlich erstmals die Impfstoffmenge, die sie bestellt haben. Mit den rund 2,3 Millionen Dosen wird der Impffortschritt weiter in die Fläche getragen. Eine Entwicklung, die Hoffnung macht, rechnen doch 62% der Deutschen im Herbst mit einer vierten Welle. In dem Fall kämen erneute Schulschließungen für die Präsidentin der Kultusministerkonferenz nur im Notfall in Frage. Die langen Schließungen haben Folgen für Kinder und Jugendliche gehabt, nicht nur im fachlichen, sondern auch im psychosozialen Bereich. Jede neue Einschränkung, die wir da vornehmen, wirft uns im Aufholprozess zurück, sagt sie. FDP-Chef Lindner fordert die Bundesregierung daher auf, eine Strategie zu entwickeln mit Lolli-Tests, Hygienekonzepten, Luftreinigern und Impfangeboten. Die Logistik dafür könne man bereits über den Sommer vorbereiten. Unter dem harten Lockdown in der ersten Hälfte des Jahres haben Millionen Menschen gelitten. Das dürfte für doppelt Geimpfte jetzt der Vergangenheit angehören, sagt Bundesgesundheitsminister Spahn. Ich finde, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die Helge Braun da ausgesprochen hat, ist ja, dass wir sagen, wer geimpft oder genesen ist, kann bei auch der Einschränkung von Freiheitsrechten, wie wir sie etwa mit der Bundesnotbremse in bestimmten Landkreisen hatten, mit hohem Infektionsgeschehen nicht genauso belegt werden wie jemand, der nicht geimpft oder genesen ist. Diesen Unterschied gibt es ja jetzt schon. Und die Schlussfolgerung, das hat ja Helge Braun auch sehr klar gesagt, und unterstreiche ich ausdrücklich, solange es keine Mutation gibt, die den Impfschutz beeinträchtigt, das ist sehr, sehr wichtig. Soweit Jens Spahn. Wir wollen die Äußerungen noch mal einordnen. Jens Reupert steht für uns im Gesundheitsministerium. Jens, doppelt Geimpfte müssen also keinen Lockdown mehr fürchten. Ist das jetzt der Impfzwang durch die Hintertür?
Das ist sicherlich kein Impfzwang durch die Hintertür, aber es ist ein neuer, unerwarteter Anreiz für diejenigen, die möglicherweise noch ein bisschen Zweifel haben, ob sie sich impfen lassen wollen oder nicht. Einen flächendeckenden Lockdown würde es dann nicht mehr geben. Wenn wir ein paar Monate weiterrechnen in die kühle Jahreszeit, in den Herbst hinein, da ist es fast schon saisonal vorprogrammiert, dass die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus wieder ansteigen wird. Dann wäre natürlich der erste politische Reflex zu sagen, wir gehen wieder in den Lockdown, wir machen wirklich alles dicht. Und wenn dann diejenigen, die geimpft sind, ganz normal oder mehr oder weniger normal am öffentlichen Leben teilnehmen dürfen, wenn sie sich treffen dürfen im privaten Kreis, dann ist das natürlich etwas, was sehr, sehr reizvoll ist. Das könnte auch der Wirtschaft natürlich maßgeblich über die Runden helfen, weil dann weniger Überbrückungsgeld fällig wäre. Natürlich ist das aktuell nur eine Vision. Das funktioniert nur so lange, wie die Impfstoffe, die da sind, auch wirken gegen Covid-19, gegen die entsprechenden Varianten. Es gibt jetzt schon Forschungen, die eine mögliche Delta-Plus-Variante untersuchen. Da muss man natürlich dann ganz anders politisch reagieren. Aber auch Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, hat gesagt, dass es natürlich rein rechtlich nicht ganz einfach ist, dann wirklich einen Lockdown für alle durchzuziehen. Also es bleibt abzuwarten, wie es weitergeht mit den einzelnen Varianten. Man ist schon jetzt dabei, die Lager zu füllen mit den Impfstoffen, um sich auch für eine dritte oder weitere Booster-Impfung auf jeden Fall aufstellen zu können. Jens, vielen Dank für diese Einordnung aus dem Bundesgesundheitsministerium. Dankeschön. Und per Skype zugeschaltet ist jetzt Professor Thomas Mertens. Er ist Vorsitzender der Ständigen Impfkommission. Herr Professor Mertens, ich grüße Sie. Ja, da Herr Simon. Warum ist jetzt nach einer Impfung mit AstraZeneca eine Kreuzimpfung mit einem mRNA-Impfstoff wie den von BioNTech oder Moderna zu empfehlen? Wie begründen Sie das konkret? Nun ja, diese Empfehlung besteht für die unter 60-Jährigen, die eine AstraZeneca-Impfung erhalten haben, ja schon seit einiger Zeit. Wir haben jetzt eigentlich nur diese Empfehlung auf alle Altersgruppen ausgeweitet, die mit AstraZeneca geimpft werden. Und in der Tat haben sich jetzt bereits mehrere Studien dahingehend festgelegt, dass dieses Impfvorgehen, also die Kombination von zunächst einer AstraZeneca-Impfung mit der gefolgten mRNA-Impfung, einen besonders guten Immunschutz darstellt, gemessen an den Immunparametern und zwar sowohl für die Antikörperbildung, die über die Studien zwischen 6- und 10-mal so hoch ist wie bei der homologen Impfung. Und erfreulicherweise ist auch die T-Zellimmunität nach diesem Impfvorgehen noch ausgeprägter. Also zusammengefasst, es gibt mittlerweile gute Daten, die letzten stammen aus dieser Woche aus England, dass dieses Impfvorgehen wirklich sicher ist und dass es auch einen ganz besonders guten Schutz bietet, der so gut ist wie mit zwei mRNA-Impfungen. In einigen Studien ist er sogar geringfügig besser. Aber wird AstraZeneca damit möglicherweise zum Impfstoff zweiter Klasse? Also das muss ja eigentlich nicht so sein. Ich meine, wenn die Indikationsgruppen sich jetzt dieser heterologen Impfung unterziehen, also sich zunächst einen AstraZeneca-Impfstoff geben lassen und dann eine Auffrischung nach bereits 4 Wochen, das kommt ja noch hinzu, mit einem mRNA-Impfstoff erfolgt, dann haben sie einen ausgezeichneten Immunschutz und sie haben gleichzeitig eine sehr schnelle Impfung. Also das kann ich jetzt im Augenblick nicht so sehen. Aber was bedeutet das für die Menschen, die bereits jetzt doppelt mit AstraZeneca geimpft sind? Brauchen diese Menschen dann bald eine dritte Impfung mit mRNA? Also wann das sein wird, das untersuchen wir gerade mit Hochdruck. Aber nicht nur diese Frage, sondern auch die Frage, wer in unserer Gesellschaft überhaupt als Erster und wann eine dritte Impfung braucht. Das betrifft ja auch immunsupprimierte Transplantationsempfänger, viele Menschen. Also in diesem Zusammenhang wird das auch überlegt. Es gibt aber ja Arbeiten aus England, die sehr deutlich sagen, dass auch 2 AstraZeneca-Impfungen einen sehr guten Schutz gegen die Delta-Variante hervorruft. Und dieser Schutz ist in der gleichen Größenordnung oder ähnlich groß wie gegen die Alpha-
Variante, also die englische Variante und auch gegen das Original-Wuhan-Virus. Also im Augenblick brauchen sich die Menschen, die zwei AstraZeneca-Impfungen erhalten haben, wirklich keine Sorgen zu machen. Wann Menschen, nicht nur diese, sondern allgemein, wieder aufgefrischt werden müssen, das ist Gegenstand der sehr intensiven momentanen Untersuchung. Sie haben diese Diskussion über den richtigen Zeitpunkt der Auffrischungsimpfung jetzt ja schon angesprochen. Aber weshalb möchte die Impfkommission das jetzt noch nicht entscheiden? Sind die Daten da noch nicht ausreichend? Will man da noch ein bisschen abwarten? Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Es gibt dafür wirklich keine ausreichenden Daten im Augenblick. Das muss man ganz offen sagen. Sehen Sie, das fängt schon damit an, dass wir auf die Daten warten aus den Zulassungsstudien. In den Zulassungsstudien sind ja viele Menschen geimpft worden und man kann diese Menschen ja auch nachverfolgen. Und dann kann man zwei Dinge nachschauen, nämlich erstens, wie verhält sich ihre Immunantwort? Wird die weniger mit der Zeit, also nimmt ihre Immunantwort ab? Und zweitens, haben sich diese Menschen dann später jetzt noch infiziert und sind sie unter Umständen erkrankt? Das sind die entscheidenden Daten, die man braucht, um das bewerten zu können. Und diese Daten liegen derzeit nicht vor. Wir hoffen, dass erste Daten Ende Juli oder im August zur Verfügung stehen werden. Interessant bei der Kreuzimpfung ist ja auch, dass Sie jetzt sagen, also dass man schon nach 4 Wochen nach der AstraZeneca-Impfung dann den mRNA-Impfstoff bekommen kann. Früher war ja dieser Abstand deutlich länger gewesen, auch wenn man nur BioNTech oder Moderna bekommt. Da sind es ja auch meistens 6 Wochen zeitlicher Abstand. Reichen diese 4 Wochen, die Sie jetzt empfehlen, denn wirklich aus, um einen ausreichenden Schutz zu bekommen, den größtmöglichen, den man da anstreben kann? Ja, das ist ja das Schöne. Das ist gerade in dieser Woche sozusagen aus den englischen Studien klar geworden, dass das ist eine kontrollierte Studie, die von der Arbeitsgruppe in Oxford gemacht worden ist und deren Ergebnisse jetzt aus dieser Woche neu sind. Und die zeigen eben, dass man, und zwar jetzt speziell bei dieser heterologen Impfung, erst AstraZeneca, dann mRNA-Impfstoff, dass man da tatsächlich nach 4 Wochen den vollen und ausgezeichneten Immunschutz hat. Allerdings muss man zugeben, dass die lokalen Sofortnebenwirkungen bei diesem Vorgehen nach so kurzer Zeit ein wenig höher sind, als wenn man länger wartet. Das heißt, man muss sich danach ein bisschen noch erholen. Professor Mertens, vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön. Bitteschön.